Frau Bernhard, Herr Landeshauptmann, meine sehr verehrten Damen und Herren, bedanke mich natürlich für die Einladung. Ich komme immer gerne nach Österreich. Wenn ich in Berlin mal gefragt werde, wo kommen Sie her, dann sage ich, ich bin gebürtiger Vorderösterreicher. Vorderösterreich hat früher zu Österreich gehört, ist nämlich das Gebiet zwischen Bregenz und Freiburg im Breisgau und wurde unter Napoleon an die badischen, württembergischen und bayerischen Fürsten verteilt. Die wurden dadurch befördert zu Großherzogen, zu Königen, Württemberg und Bayern. Also sie wurden befördert durch Landraub unter der Ägide der Besatzungsmacht, Napoleon. Deswegen sage ich immer, um die Berliner zu ärgern, ich bin gebürtiger Vorderösterreicher. Und außerdem stammt meine Familie aus dem Zillertal, das ist nun wirklich wahr, und sind aus dem Zillertal dann nach Oberschwaben ausgewandert. Nicht das Wissen, das Denken ist gefährlich oder schädlich, sondern immer das, was der Mensch daraus macht. Und diese Frage, die kann man nicht nur mit der gängigen Intelligenz beantworten, die bei uns ganz hoch im Kurs steht, mit der mathematischen Intelligenz oder der ökonomischen Intelligenz, sondern wir brauchen andere Einsichten, zusätzliche Intelligenzen, so will ich das einmal sagen. Wenn ihr die Ereignisse der letzten Jahre einmal Revue passieren lassen und nur ein paar Punkte herausgreifen, weil wir auch zu der Frage Stellung nehmen müssen, wie gehen wir eigentlich um mit der Bewegung in unserer Bevölkerung? In Deutschland, auf der ganzen Welt, in Afrika, die Leute gehen auf die Straße, sie mobilisieren sich, sie wenden sich gegen den Staat, gegen die Demokratie. Was ist da eigentlich los? Warum ist das so? Wenn wir uns mal 3, 4 Ereignisse uns vor Augen halten, die man beliebig vermehren könnte, dann kann man leicht erkennen, was ist diesen Ereignissen gemeinsam. Die Finanzkrise vor 2 Jahren mit 2 Billionen Dollar verbrannt, das Vermögen, das Eigentum von Millionen Menschen vernichtet. Durch einige wenige auf dieser Erde, die die Macht hatten und die Fähigkeit hatten, falsch zu denken. Mathematische, ökonomische Intelligenz braucht man, das ist wahr. Aber alles ist relativ. Sie kennen vielleicht die Geschichte von dem Lehrer, der hat einen sehr schlechten Schüler, nachdem sie die Schule verlassen hatte, auf der Straße getroffen. Und der kam aber gut gekleidet daher, hat einen dicken Daimler gefahren. Und dann sagt der Lehrer zu dem ehemaligen Schüler, Ihnen geht's ja ganz gut. Er war ganz erstaunt. Was machen Sie denn? Und da sagt er, ja, mir geht's gut. Ich fabriziere Kisten für 3 Mark, 3 Euro das Stück. Und verkaufe die Kiste für 5 Euro. Von den 2% kann ich gut leben. Was ist passiert? Die Gier nach Geld hat den Leuten regelrecht das Hirn zerfressen. Sie waren unfähig, richtig zu denken, weil ihnen etwas anderes gefehlt hat. Nämlich ethische Intelligenz, soziale Intelligenz, ja sogar kreative Intelligenz. Intelligenz ist immer nur dann richtig, wenn es eine gebündelte
Intelligenz ist und eben nicht nur einseitig. Das heißt, diese Finanzkrise ist möglich geworden durch ein falsches Denken, ein falsches ökonomisches Denken. Dadurch, dass ein Denker die letzten zwei Jahrzehnte in der Wirtschaftspolitik der Welt, aber vor allem auch in Europa und in den Vereinigten Staaten beherrscht hat. Wenn Sie sich einmal fragen, ja, welcher Mensch hat eigentlich in den letzten zwei Jahrzehnten so die Weltgeschichte am meisten beeinflusst? Also Jesus war es nicht, John F. Kennedy auch nicht, Barack Obama auch nicht, noch nicht einmal Konrad Adenauer oder irgendjemand anderen. Am meisten beeinflusst wurde das Weltgeschehen durch einen Denker, der auch falsch gedacht hat, nämlich durch Milton Friedman. Möglichst wenig Staat und so viel Markt wie möglich. Diese Welt ist nicht in Ordnung. Warum ist sie nicht in Ordnung? Nicht, weil das Kapital als solches schlecht wäre. Man kann gar nicht genug davon haben. Aber das Kapital hat den Menschen zu dienen und nicht die Menschen zu beherrschen. Heute ist es aber umgekehrt. Das Kapital beherrscht die Menschen und die Menschen haben den Kapitalinteressen zu folgen. Mit der Folge einer durchökonomisierten Gesellschaft, im Gesundheitswesen, im Bildungswesen, wo sie hinkommen. Können sich die demokratisch gewählten Regierungen und Parlamente gegen die Macht der Finanzmärkte durchsetzen? Und diese Frage, die müssen Sie alle miteinander, auch der Herr Landeshauptmann und ich, alle miteinander, heute noch mit Nein beantworten. Sie können sich nicht durchsetzen. Die sozialen Marktwirtschaftler hatten noch ein anderes Prinzip. Sie kannten nämlich den geordneten Wettbewerb. Nicht den freien Markt von Milton Friedman, möglichst wenig Staat, sondern den geordneten Wettbewerb. Weil sie genau wussten, wenn der Wettbewerb nicht geordnet ist, dann haben wir zum Schluss nur noch Oligopole und Monopole. Und kleine und mittlere Betriebe haben überhaupt keine Chance mehr. Und so ist es ja auch gelaufen in den letzten Jahrzehnten. Megalomanie, Gigantismus, vor allem eben befördert, nicht wahr, durch die Globalisierung, die unvermeidbar ist, die auch notwendig ist, die aber eben dazu führt, dass die Ökonomie sich von diesem Ordnungsrahmen, den der Nationalstaat bisher garantiert hat, eben befreit, entfernt und plötzlich Werte als absolut gelten, die vorher eingeordnet waren, die Dividende am Ende des Jahres, der Aktienkurs, der Börsenwert eines Unternehmens. Shareholder Value nannte man diese Philosophie, wo eben das Geld das Entscheidende war und nicht die Menschen. Wir müssen eine noch tiefer gehende Frage stellen und Sie werden natürlich zunächst mal sagen, ja, diese Frage, die ist ja so primitiv und banal, was soll denn die eigentlich für eine Bedeutung haben? Aber Sie werden sehen, die Antwort auf diese Frage hat knallharte politische Konsequenzen. Wir müssen nämlich die Frage stellen, und das ist die Frage nach den Basics, nach den grundlegenden Werten, auf denen Politik und Ökonomie aufbauen müssen. Wir müssen die Frage stellen, was ist der Mensch? Wir müssen wieder wissen, wer ist ein Mensch? Was ist der Mensch? Diese Frage nach dem Menschenbild, die können wir ja nicht beantworten, indem wir sagen, ja, irgendein Abklatsch nicht wahr, dieser bisherigen Menschenbilder, sondern es muss ja wohl das kategorische Gegenteil sein. Der Mensch, wie er geht und steht, ist der eigentliche Mensch, unabhängig davon, ob er Mann oder Frau ist. Aber auch unabhängig davon, ob er jung oder alt ist. Wir dürfen nicht so leben, dass die nach uns kommenden, unsere Kinder und Enkelkinder, ihr Glück gar nicht mehr finden können, dass wir sie in ihrer Menschenwürde
verletzen. Der Mensch, wie er geht und steht, ist in seiner Würde unantastbar. Auch diejenigen, die nach uns kommen. Der Mensch wird zum Kostenfaktor degradiert. Der Patient, der mutiert, selbst in den offiziellen Dokumenten der Caritas, zum Kunden, als ob das Gesundheitswesen ein Kartoffelmarkt wäre oder eine Maschinenfabrik. Und der Arzt im Krankenhaus, der verändert sich zum Fallpauschalen-Jongleur, der 30% seiner Arbeitszeit darauf verwenden muss, die richtige Fallpauschale zu finden für den medizinischen Eingriff, den er gerade vorgenommen hat, aber nicht die richtige Fallpauschale für den Patienten oder für ihn, sondern den 35-jährigen Geschäftsführer des Krankenhauses, der in der Regel außer Betriebswirtschaftslehre nichts, aber überhaupt nichts gelernt hat. Aber entscheiden will darüber, welche Medikamente angeschafft werden, welche Instrumente eingesetzt werden. Und so mutiert dann das Krankenhaus zum an der Gewinnmaximierung orientierten Unternehmen. Es gibt nicht so wenig Geld. Es gibt auf der Erde Geld wie Heu, Geld wie Dreck. Es ist nur völlig falsch verteilt. Die Spekulanten, die jeden Tag an der Börse dieser Erde 2 Billionen Dollar umsetzen, die haben eine privilegierte Stellung. Sie müssen von jeder Windel und von jeder Kaffeetasse und von jeder Maschine, Küchenmaschine, die Sie brauchen, Umsatzsteuer bezahlen. Die Spekulanten, die müssen von den 2 Billionen, die sie jeden Tag umsetzen, nicht einen müden Cent beisteuern zur Finanzierung der humanen Aufgaben dieser Erde. Wenn wir eine Börsenumsatzsteuer, eine internationale Finanztransaktionssteuer einführen würden, nur in Europa, ergeben das 34 Milliarden Euro, weltweit 140 Milliarden Dollar. Die UNO braucht zur Finanzierung ihre Millenniumsaufgaben, also Brunnenbohren in Afrika, Halbierung der Armut, alle Kinder in die Schule, Bekämpfung der Volkskrankheiten, 100 Milliarden. Wir hätten noch 40 Milliarden Dollar übrig für die anderen Aufgaben. Deswegen bin ich auch gerne hierher gekommen, weil das auch eine Veranstaltung ist, die von einer großen, wichtigen Partei mitgetragen wird, nicht allein. Aber wir brauchen die politischen Parteien. Wir brauchen auch die Nichtregierungsorganisationen. Wenn einer in einer politischen Partei nicht mitarbeiten will, dann soll er in den Nichtregierungsorganisationen mitmachen. Bei Greenpeace, bei ATTAC. Ich bin Mitglied von ATTAC. Nicht, weil das eine Vereinigung ist zur Bekämpfung der Polizei. Nicht, weil ATTAC die Abkürzung ist für Organisation zur Einführung der internationalen Finanztransaktionssteuer, ein globales Netzwerk junger Leute. Mitmachen in den politischen Parteien, in diesen großen Vereinigungen, die natürlich auch die Grundlage sein können, nicht wahr, für die zivilgesellschaftliche Struktur, die Selbstinszenierung der Zivilgesellschaft in diesen Aktionsbündnissen und in diesen Bürgerinitiativen. Das ist die Chance, die wir haben. Und ich bin ein anthropologischer Optimist. Wir haben die früheren Fragen auch gelöst. Aber wenn wir sie in der Zukunft lösen wollen, dann brauchen wir eben auch einen Think Tank. Nicht nur einen, aber möglichst viele, der so gut ist wie der hier, den wir hier in Munden haben und wozu ich Ihnen gratuliere. Vielen Dank.